So, mein Guter, und jetzt machst du das an. Das dauert wieder 100 Jahre, ne? Jetzt. Oh, das geht schnell. Können wir hier noch was looten? Ne, wir haben alles, gell? Ich kann noch nichts zerlegen im Moment. Und dann isst du das, mein Guter, und dann pennst du mal eine Runde. Ist jetzt eh schon abends, wird gleich dunkel. Und dann hoffe ich, dass die Wunden mal ein bisschen abheilen. Und dann bewegen wir uns weiter hier durch diese kleinen, ja, Siedlungen, sag ich mal. Und looten die Welt. Looten ist das Beste. Na, die gute Suppe, die gute Reissuppe. Das dauert noch einen kleinen Moment. Taschenlampe können wir schon mal ausrüsten, sekundär. Ja. Dass wir die in der Nacht dann haben. Mach die mal aus, so. Komm, wir kochen es dann, fertig. Wir schlafen jetzt erstmal. Hier ist das Schlafzimmer. Oh, ich habe schon gar nicht geguckt. Kreuzworträtsel. Und jetzt, mein Guter, schlafen. Ja. Ja, es kommen immer Sirenen. Das ist der Nachteil. Ich werde das auch wieder ausstellen, die Sirenen und das. Es ist doch schlimm. Der kommt nie zum Schlafen. So. Licht an. Bandage wechseln. Sterile Stofffetzen drauf. So, Lampe wieder aus. Jetzt muss ich das doch nochmal komplett kochen. Nee. Ich höre dich da draußen, Fritz Werner. Ich werde dich zerklopfen. Okay. Das wirst du jetzt erleben, du Blödmann. So. Zack. Auf geht's. Oh, Nebel. Licht an. Da ist er. Oh, das sind drei. Ich will ja 1000 Stofffetzen haben. Machen wir das Licht aus kurz. Batterien sparen. Alles zerreißen. Oh, Nebelbeste. Das macht's noch ein bisschen beklemmender. Silberring, jawohl. Geh noch mal kurz hier rein. Wir trinken noch mal was.
und Stofffetzen reinigen. Ja, das braucht alles seine Zeit, aber das gehört dazu. Ja, mit der Temperatur kommen wir jetzt schon besser hin. So, trinken. Fülle. Alles füllen. Wir machen jetzt. Ich frage mich zwar, wie das geht, dass man einen Topf mit Wasser einsteckt, aber wie gesagt, das Spiel ist nicht realistisch. Da können Sie sich Mühe geben, wie Sie wollen. Ja? Genauso, dass du 100 Mal auf den Zombie drauf klatschen musst. Das ist Quatsch. Wisst ihr was? Jetzt desinfizieren wir gleich noch ein paar. Das wird ja nicht besser. Mal noch ein paar, nicht alle, aber ein paar machen wir. So, und dann machen wir hier oben noch die Gebäude. Moment. Ja, Raven Creek, da kommen wir vielleicht noch hin. Dann sind wir hier drinnen erstmal fertig. Machen wir noch ein paar, mein Guter. Einfach genug haben. So. Reicht, hä? So. Kochtopf mit Wasser, stecken wir schön ein. Wir sind der Beste, wir können das. Okay. Erst das Glas entfernen, Uwe. Der Pfanne nehme ich noch mal mit. Derzeit gucken wir, das kocht ja einen kleinen Moment. Schmerzpillen. Sehr gut. Pass doch die Tür auf. Ich hoffe, es verbrennt mir nicht wieder. Nee, mach das Licht aus. Du brauchst das gerade nicht. Ich höre sie doch. Da unten. Komm her. Rennt der auf einmal los. Der Arsch. Boah, war schnell getroffen. Meine Güte. So, jetzt guck ich aber schnell nach dem Essen. Ich kenne mich doch. Schaffen wir noch.
Den noch looten? Nee, den noch looten? Lange Socken. Uns ist aber nicht mehr kalt, gell? Oh, Nebelbeste. So. Jawohl. Essen. Den ganzen Hackfleisch. Oh, lecker. Mein Guter, das ist gut, gell? Oh, ich bin ja auch so ein Fleischfresser. So schönes Stück totes Tier in die Fresse schieben. Das ist schon was. Fetzen, schmutziger. Sterile, wo sind denn die? Sterile. 30 Stück, das reicht. Ganz in Ruhe, Owe. Sobald ein Alarm ist, hau ab in so ein Safe-Gebiet, wo du schon warst. Das werde ich in Zukunft machen, das bringt nichts. Okay. Weiter geht's. Das haben wir abgehakt, ne? Okay, die oberen zwei noch. Habe ich die Lampe noch an? Ja, mach die mal. Ey, die hält doch nicht lange, gell? Warte. Ich muss gucken. Na, es geht. Ich muss, darf nur nicht vergessen, die mal auszumachen. Jetzt brauche ich sie. Guck mal, du siehst nämlich selbst mit der Lampe. So siehst du gar nichts. Mit der Lampe. Es reicht. Es geht, aber... Ketchup. Tasse, Schüssel, das nehme ich alles mit. Wir looten hier alles. Oh, Dosenfruchtcocktail. Oh, yes. Wer liebt es nicht? Waffenkoffer. Da ist sogar Munition drin. Munition fallen lassen. Jetzt brauche ich natürlich mein Bleirohr wieder. Zack. Okay. Bringt mal schön aus der Toilette, mein Guter. Bandage wechseln. Brauchen mal Zigaretten. Abgehakt. Du findest ja in dem Müll auch manchmal Klebeband oder sowas. Oh, Bohnen und Pfirsiche. Wir brauchen nur noch einen Dosenöffner, ne? Oh Gott, da draußen. Wo kommt denn ihr her? Wo kamen die denn jetzt her? Meine Güte. Eine unheimliche Nacht im Nebel. Eigentlich brauchen wir jetzt keine Bandagen mehr, oder? Ich übertreib's doch langsam. Ja, schön, die Schweiß, die gelben, schweißigen, stinkigen, klebrigen Socken. Mit Fußnägel drinnen zerreißen. Brotmesser. Gehen ja auch mit der Zeit kaputt. Getrocknete Linsen. Mein Guter.
Ey, wir sind hier nur am Kochen. Du findest hier überall Hackfleisch. Bring gleich was. Reinige die Stofffetzen. Ey, kann man sich in der Toilette waschen? Ach ja, das haben wir ja auch schon gemacht, gell? So. Ja, ich habe eigentlich so Bock auf Scum, aber ich warte wirklich auf die 1.0. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Hier ist schon wieder was drin. Da. Bleirohr ran. Ah, mit dem Wecker, das wollte ich ja auch mal probieren, gell? Zeitschriften. Wecker ist eingestellt auf 8.10 Uhr. Also würde der 8.10 Uhr losgehen, ne? Scheiße. Aber das wird nicht so laut sein wie so ein Alarm, oder? Ist es nicht. Ja, das dauert wieder. Da haben wir doch alle Gebäude, ne? Ja. Soweit. Oh, ist der Nebel gut. Der bewegt sich aber diesmal nicht mehr in Windstille. Absolute Windstille. Das dauert noch einen Moment. Dann können wir ja schon mal abchecken. Bis hier oben. Ne, hier unten machen wir. Komm. Moment, abhaken. Immer wichtig. Gott. Ob ich das mal schaffe? Ich will es mal schaffen, so eine ganze Stadt zu looten. Hier kommen ein paar größere Häuser. Oh, da muss ich aufpassen. Da muss ich dann aufpassen. Nee, das war das falsche Haus. Da läuft da schon wieder irgendwo eine Kiste. Mach das mal bitte aus. Das lockt auch noch Zombies an. Wenn ihr eine Horde lang kommt, lockt es die auch an. Hier auch. Bin ich schon wieder gegen die Wand gerannt. Mann. Mach das alles aus. Danke. So, jetzt müsste doch unser Hackfleisch fertig sein, ne? Komm. Ja? Jetzt. So. So, jetzt gucken wir mal. Nee, das Gebäude nicht. Ich will hier anfangen. Hier fangen wir an. Warte mal. Müll durchsuchen. Aber diese Flaschen? Komm, kann man auch füllen mit Wasser. Oh. Wo denn? Wo denn? Ach hier. Der lag da einfach. Jetzt ist dem schon wieder kalt. Okay.
VHS. Dead Wrong, the series. The Walking Dead. Zeitung. Machen gleich aus den Fernseher, komm. Weißt du, was ich vielleicht mal mache? Und zwar diese Geräusche, wenn ich was klicke, tick, tick und so, das mache ich mal aus. Kann man das ausmachen? Nee, kann man leider nicht. Schade. Ja, dieses Tick, wenn du irgendwas hier rumklickst, das würde ich gerne noch ausstellen. Der frisst irgendwo eh noch. Aufpassen, Owe. Videospiel. Ja, die kann man leider auch nicht spielen. Da würde ich auch so. Dass man da Batterien einlegen muss und dann. Oh. Wir nehmen jetzt so eine schöne Akustikgitarre. Sieht's denn aus mit dem Bleirohr? Immer mit der Ruhe, Owe. Ist eh bald kaputt. Fallen lassen. Jetzt hauen wir den mit der Gitarre über den Latz. Die Gitarre ist damit reinschlägen eigentlich kaputt. Oder? Komm, die nehmen wir mit. Da haben wir jetzt genug Waffen. Nimm sie in der Hand. Du weißt, wie schnell die dich hier überraschen. In dem Scheißspiel. Oh. Klebeband. Holzhammer, brauchen wir. Ein Beil. Hier, die Corona-Maske. Schön. Der Mist. Da unten. Ich seh dich. Elfriede! Oh, wie die losrennt. Gib mir dein Silber, du alte Mutti. Ich zerrob dir die Klamotten. Ja, jetzt kann ich halt die Taschenlampe nicht mehr mit ausrüsten, gell? Mach zu. Besser ist es. Oder kann ich? Mensch, das. Komm, ich nehme in der Nacht, muss ich halt ein Handwaffen nehmen. Das nützt nichts. Du nimmst jetzt das Beil. Die machen wir sekundär. Und das Beil primär. Gürtel links. So. Jetzt. Das ist mir sicher. Ich brauche ja Licht in der Nacht teilweise. Mach's mal aus. Hier drinnen brauchen wir es nicht. Ist ja Licht an. Ja. Oh, Eiscreme. Mein Guter, die isst du jetzt komplett. Die isst du jetzt komplett. Bandage müssen wir auch schon wieder wechseln. Dann trinkst du was? Oh, Dose mit gebügeltem Rindfleisch. Ach, Leute. Ich krieg schon wieder Hunger. Küchenmesser, nehmen wir mit. Wir nehmen alles mit. Wir nehmen alles mit. Verstehst du mich? Waschen. Stoffhitzen. Trinken. Ist das nicht bald mal abgeheilt? Das heilt so langsam, gell? So, wo ist denn der Warner jetzt? Ist hier noch einer? Hallo? Hm?
Halskette. Klamotten zum Zerreißen. Ein Pflaster. Jetzt haben wir gewonnen. Also wenn wir irgendwie eine Amputationswunde haben, machen wir ein Pflaster drüber. Heilt ab. Vor allem die Amputationswunde abheilen. Wasch dich mal, mein Guter. Du bist ja dreckig wie Sau. Sieht aus wie Sau und stinkt nach Zombie-Gedärme. Okay, geht's hier nicht noch hoch? Nee. Nö. Dann sind wir hier fertig. Dann hakst es ab, mein Guter. Weiter geht's. Das Gebäude ist doch gar nicht verzeichnet hier. Mach mal Licht an. Ich sehe hier nichts. Noch eine Taschenlampe. Batterie entfernen. Mit Schrauben. Na, geh doch ran. Noch ein Metallrohr. Hier ist irgendwo noch einer. Wo denn? Hier da einer. Ich weiß es. Aha. Goldene Ohrenstecker. Jawohl. Ich zerreiß das T-Shirt, du Alte. So. Oh, das ist ein Lappen. Hier haben sie die Tür zersemmelt. Guck. Hallo? Hier ist da einer drinne. Oh ja, ungekochte tote Ratte für den Mary. Mensch, das Leben hat einen Sinn. Bandage. Ich hör dich, du Blödmann. Ich werde dich schneiden. Wo denn? Dose mit Mais. Gabel. Teebeutel. Cracker. Oh, ich koche mir jetzt einen Tee. Nochmal Streichhölzer. Reis und trockene Rahmnudeln. Die musste knuspern. Eispickel. Nehme ich mit. Ich piek's die alle. Dose mit Bohnen. Oh, lecker. Mensch. Wo soll denn der sein? Geht das hier noch eine Etage hoch? Wenn ja, wo? Ich seh's nicht.
Machen wir das Licht aus. Ah, hier drin. Wo bist du? Wo ist denn der? Hier gibt es wieder keinen Lichtschalter. Ah. Jetzt haben wir aber Waffen, ne? Ich seh doch nix. Fäustel, Brechstange, Holzhammer. Ey, wir haben alles. Wir haben jetzt alles. So, ich zerreiß dir einen Rock, du Alte. Kleber. So, dann haben wir das doch fertig, ne? Hoppala. Ich denke mal. Jetzt will ich mal gucken. Jetzt machen wir hier unten das hier. Und dann machen wir die 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir machen hier alles. Alles. Ach nee, das ist Louisville. Jetzt sehe ich das erst. Oh, ist das geil. Na gut, dann weiß ich ja jetzt. Dann werde ich nur noch die Map spielen. Ich frage mich bloß, was das hier alles sein soll, ne? Können wir nachher hier oben mal gucken. Hier ist wieder so ein Lappen. Hier kommt auch so ein Riesengebäude. Oh Gott. Aha. Ich höre euch. Gold. Ich nehme mal jetzt keine Stofffetzen erstmal mit, oder? Das reicht jetzt. Ist dem immer noch kalt? Kühl, ein wenig kühl, okay. Passt mal rein, Insen. Die sind doch hier drinnen. Erzählt mir doch nichts. Oder? Ja, hier ist erstmal nichts. Wieder schmutzige Bandage. Die wechsle ich lieber mal schnell. Nicht, dass sich das wieder infiziert. Ja, wir müssen Zigaretten finden, mein guter Schwes. Oh, wir sind zwei. Einmal! Bauchnabelring Gold rausreißen. Ich habe hier wieder keinen Lichtschalter, ne? Was ist denn das für eine Scheiße? Ah, doch, hier. So, Taschenlampe aus. Ach komm.
komm, wir nehmen weiter Stafetzen mit. Wir haben doch Zeit. Das ist für mich zum größten Teil zum Chillen, das Spiel. Boah, Wassermelone. Die mal zerklopfen, gell, glaube ich. Aufschneiden. So. Melone müssen wir jetzt essen. Hier. Was? Aus dem Riesending kriege ich... Nee, 10 Stück. Okay. Essen. Einmal. Na, mein Guter. Das ist was Feines. Und gleich noch einmal. Isst du mal noch so eine schöne Karotte? Und dann müssten wir erstmal safe sein. Ja. Radieschen. Hey, er klopft. Dosenöffner. Jetzt haben wir gewonnen. Mach mal Licht an. An. Bandage säubern. Alle. Wir gehen jetzt mal hoch und überzeugen die mal, dass sie ein bisschen ruhig sind. Okay. Halt, die alte noch looten. Hab ich. Oh, ich sehe nichts. Oh Gott. Alter. Ich schneide dich. Du fette Alte. Ich hack dir den Kopf ab. Oh, wie die ihn erschrecken können, gell? Stehen die genau da in der Tür. Das müsste eigentlich auch eher so sein, dass das langsam ein- und ausfadet, wenn du zum Beispiel hier hochgehst. Weil ich lufte auch nicht so die Treppe hoch, gell? Dass ich dann erst was sehe, wenn ich an der letzten Stufe bin. Ich wollte das mit Übergang machen, so dass das rein- und ausfadet. Das wäre ein bisschen cooler. Du kommst hoch, bam, stehst du vor einem Zombie. Das ist doch Schwachsinn. Was ist denn das für ein Unfähiger? Vielleicht machen sie das mal noch. Es wäre logischer. Sieht schon wieder aus wie Sau hier. Finde ich gut. Silberring mit Diamant. Gut, dann habe ich jetzt also endlich einen Start in der Nähe von Louisville durch diese Map. Okay. Wollen wir mal gucken, wie viel Stoffwetzen wir jetzt schon haben? Gibt es die Zahl überhaupt? Wir gucken mal. Sterine haben wir genug. Stofffetzen. Wo sind sie denn? Das Essen. So, jetzt gucken wir hier noch rein. Licht.
aus? Also Taschenlampe aus? Im Badezimmer Dose, also Dose mit gebügeltem Rindfleisch. Vielleicht saß der mal auf dem Scheiß aus und hat dann erst mal... Wow. Wir haben den scheiß Vorschlaghammer, jetzt kommen wir überall rein. Na, den werde ich doch, sobald es Tag ist, nur noch nehmen. Und es wird jeden Moment Tag. Und dann... werde ich euch klopfen. Oh, der Vorhandhammer. Der Zweihandvorschlaghammer ist doch genau mein Ding. Ja, du schleichst da draußen rum. Aber weißt du was? Ich werde dich schneiden. Ich werde dich jetzt zwicken. Und schneiden. Was wieder? Hallo! Gut, dann haben wir das wohl schon fertig. Dann haken wir das noch ab. So. Oder wollen wir doch mal hier hin? Mal so ein großes Gebäude machen? Komm, das machen wir mal. Ich will mir das mal angucken jetzt. Jetzt nimmst du deinen Vorschlaghammer. Es wird jetzt eh helle. Ja, mein Guter. Jetzt wird er schon wieder müde. Oh. Oh ja. Das ist schon groß. Was haben wir denn hier für ein Auto? Natürlich ist zu. Das ist so ein großes Gebäude. Komm, wir gucken erstmal hier, ne? Lichtschalter? Wenn ich die Taste drücke und ich habe eine Taschenlampe, die funktioniert und eine Batterie drin hat, tut er die automatisch ausrüsten. Oh, ist das gut. Wenigstens was. Faden. Schachtel mit. Ich nehme es mal mit. Einmachgläser. Man kann das ja auch irgendwie einbecken. Wie die Oma früher. Zigaretten. Oh, mein Guter. Draht. Oh. Nochmal Zeitschriften. Wisst ihr was, mein Guter? Wir rauchen jetzt erstmal eine. Komm. Geh noch mal raus. So. Jetzt rufst du erstmal eine. Wo sind meine Zigaretten wieder? Nein! Nein! Oh! Kann man die Taste mal irgendwie sperren? Du Scheiß Jakob. Nimm bitte alles mit. Oh, ist das schlimm. Wo sind meine Zigaretten? Ja. Oh, jetzt. Oh, der Gute. Ja, hoch mal eine, mein Guter. Jetzt ist es auch helle. Ein bisschen umgucken. Oh, das wird ein großes Gebäude. So, dann kannst du jetzt wirklich deinen Vorschlaghammer nehmen. Jetzt sehen wir drinnen genug normalerweise. Wechselst aber noch die Bandage.
Geräusche, gell? Komm, erstmal das gelbe Wasser trinken. Befülle, Flasche. Kann man nochmal Wasser einstecken? Jetzt sieht man langsam was. Nimm nochmal. Und jetzt machst du Licht an. Es ist noch im Moment noch ein kleines bisschen dunkel. Was liegt denn hier? Ortsuchmagazin. Nehmen wir natürlich mit. Ja, da liegt doch noch was. Ich nehme die Büroklammern jetzt auch mal mit. Ich wüsste nicht, was man damit machen kann. Schachtel mit Nägeln. Da kann man natürlich den Basie schön herstellen. Diesen Nagel. Baseballschläger. Oh, eine Puppi. Die will ich haben. Ey, hier sind gerade keine Zombies, oder? Wir haben gerade mal ein bisschen Ruhe. Wo ist denn hier der Lichtschalter schon wieder? Gibt keinen. Hallo? Hier geht's raus, ne? Ich mach mal auf. Ich höre schon wieder ihn. Oh, mehrere. Jetzt reicht's. Vorschlag, Kameran. Komm, ey, Bruder. Die fette Mutti. Geklopft. Weich geklopft. Wie so ein Schnitzel. Oh, Satan, ne Klicke. Ich zerreiß es dir, Baby. Wo bist denn? Wo ist er denn hin? Aha. Na, wie geht's? Einfach geklopft, den Blödmann. Oh, sind wir schon wieder bei 48 Minuten? Was? Warum? Weil ich nicht aufhören kann zu looten, gell? So, waren wir hier drinnen fertig? Ich weiß es nicht. Keine Lichtschalter drin. Was ist das für ein komisches Gebäude? Das hat doch irgend so ein Blödmann gebaut, ne? Hat Jokumi nämlich mal mit? Okay, dann sind wir hier fertig. Das haben wir fertig. Ich mache jetzt hier unten das kleine noch. Und das nächste Mal fangen wir an, die zwei großen zu klären. Zumindest ist das der Plan. Ich werde eh wieder sterben. Schraubenzieher. Naja, das ist verbeult, da kommt man nicht rein. Oh, das ist auch nicht gerade clean, ne, mit zwei Etagen. Aha. Goldring. Silber als Kette. Saphir. Silber. Komm her, du Blödmann. Das wird weich geklopft wie die Oger. Jawoll.
So, jetzt können wir anfangen, unseren Elektroskill mal hochzumachen. Ich will nämlich diese Dinger auch endlich mal bauen. Zerlegen. Diese Lärmmacher. Ich will das mal testen. Ob man damit zum Beispiel, wenn das in die übelste. Ist das schon fertig? Okay. Kann ich den Fernseher zerlegen? Zerstöre. Nee. Zerstören will ich nicht. Ich wollte ihn zerlegen. Ein Büch! Ein Büch! Hier nehmen wir natürlich die Batterie mit. Zack. Hier drin ist noch ein Radio mit einer Batterie. Nee, warte mal. Nee, das ist das, was ich gerade hingestellt habe. Ich Blödmann. Ich bin ein Blödmann. Wir trinken jetzt. Nee, wir reinigen erstmal schön die Stofffetzen. Eigentlich putzen wir mit den Stofffetzen wieder die Toilette. Und für uns sind die dann sauber. Wir wollen schön braune Stofffetzen. Schmierige, klebrige auf unsere Wunde. Die müssen so richtig schön schmieren. Okay. Dann trinkst du noch mal schön das abgestandene gelbe Wasser. Ein guter. Der Wäscheraum. Da haben sie jemanden erschossen. Hast du es gehört? Feuerzeug. Oh, jetzt. Oh, hier ist wieder ein Topf. Eine Dose mit Mais. Ein Einmachglas. Noch ein roter Becher. Ich will das alles haben. So, den Eintopf mache ich mir. Gell? Ey, den kannst du so schön trinken. Guck mal. Ungekocht, aber macht Unglücklichkeit runter, Durst runter und Hunger runter. Ey, dann koche ich das jetzt nicht. Alles. Da müssen wir schon wieder pennen, ja. Boah, ich bin so gierig. Das erinnert mich eher an was anderes. Die alte Sau. Oh, so eine edle Teetasse nehme ich noch mit. Dörrfleisch. Alter. Das wäre das Richtige für meinen Bruder. Bier. Ungekochtes Hühnchen. Na, das müssen wir doch. Hä? Wo ist es denn? Hä? Ah. Na, das muss ich machen. Ja, Batterie. Jawoll. Okay. Warte mal, Guter, hier sind noch Regale irgendwo. Hier im Esszimmer. Ja. Bewegungsmelder. Ne, die brauche ich nicht. Ich will die Lärmmacher. Komm, das Hühnchen machen wir uns. Das Hühnchen machen wir uns. Das ist doch wohl klar. Wo ist denn das? Und die Maus und die Ratte. Die müssen wir machen. Schön die Maus. Schön. Da freut sich der Mary. Das muss ich dir nachher gleich berichten. Na, fein. Was ganz was Feines ist das. Aber ganz fein. Das ist eine Delikatesse, so eine schöne Ratte. Also dafür, dass ich die Zombies auf 07 eingestellt habe, ist das ja ganz schön billo gerade, gell? Machen wir es das nächste Mal auf 08. Obwohl, brauche ich ja bloß einen Alarm losgeben, ne? Wir gucken mal, vielleicht ist ja auch das Gebäude hier oben voll. Man weiß es nicht. Oh, hier, gekochte tote Maus.
Jetzt eine schöne tote Ratte. Hier, gekochte tote Maus. Lecker. Hier, was steht da? Hunger plus 1000. Lebenspunkte plus 1 Million. Keine Wunden mehr möglich. Also kannst keine Wunden mehr kriegen. Gut, das andere haben wir schon, was jetzt hier kommt. Dass du unendlich tragen kannst. Zombies fallen vor Ehrfurcht einfach um und sind tot. Das hat lauter Boni, wenn du das isst, ne? Frische, gekochte, tote Ratte. Und Maus. Die Bonis, die sind schon krass. Das muss man ja mal sagen. Darfst du nicht unterschätzen, gell? Ah, jetzt muss der wieder pennen. Na gut, die Folge ist ja eh rum. Gell? Schneller. Koch mal das schöne Chlorhühnchen durch. Mal sehen, was da jetzt anders ist. Hunger 36. Unglücklichkeit minus 2. Toll, deswegen oder was? Du Blödmann. So. Noch in den Müll gucken, ob eine Maus drin ist? Nee, leider nicht. So. Ach, es geht ja noch hoch. Ja, das können wir noch schön zerreißen. Ich höre da draußen schon wieder ein Quietschen. Was ist denn das? Lass mich. Ich hasse dich. Oh, gemütliche Kuschelecke. Schön. Was ist das für eine Zaubertür? Zerstöre. Ich muss es abbauen. Ja, das hast du bei den Maps von den Mods halt immer mal. Das ist halt so typisch, ne? Alles mal schnell hinschustern. Irgendwann werden die ja einfach nur noch. Es muss nur noch schnell gehen. Die wollen dann fertig werden, das merkst du. Das halbe Bett weggesammelt hier. Ey, Hand. Die Wunden müssen doch jetzt trotzdem mal abheilen, oder? Ey, jetzt guck ich. Wo sind sie denn nur wieder? Ich will gucken, wie viel von den Stoffhetzen wir jetzt schon wieder haben. 366. Noch ein Metallrohr. Gut. Dann würde ich sagen, dann pennen wir jetzt hier. Hier würde ich ausmachen und nach dem Pen tun wir in der nächsten Folge hier oben den großen Lappen mal machen. Ich hake das hier schon mal ab. Zack. Und dann machen wir den großen Lappen und dann machen wir den ganz großen Lappen hier. So, what's come? Ich werde sie alle besiegen. Denn wir sind jetzt der Beste.